Das ist entstanden im letzten Jahr und ich habe da sehr lange daran gekämpft, weil ich eine längere Zeit irgendwie überhaupt nicht weitergekommen bin. Ursprünglich war eine Figuration im Hintergrund in diesem orangefarbenen Bereich. Und dann habe ich einfach aus einem Akt der Wut und der Verzweiflung meine schwarze, sehr dünn vermischte Ölfarbe rübergekippt und da dann mit Stoffresten das irgendwie aufgetupft und daraus ist dann eine ganz spannende Steinstruktur entstanden. Und auf einmal habe ich gesehen, ich weiß ganz genau, wo das Bild hin will, und dann hat sich dieser, sag ich mal, schützende, portalähnliche Elefantenfigur abgezeichnet, in der, ja, das weiß man eben nicht genau, möglicherweise ein Steingesicht oder auch ineinander verschlungene Figuren verborgen sind. Also eine Art archaisches Urmotiv des Geschütztseins und der Verborgenheit. Ja, wir können ja nochmal in den Berliner Salon gehen. Also ich brauche wieder sehr, also Arbeiten aus sehr verschiedenen Zeiten. Wenn es direkt immer noch zugeht, das ist auch ein Bild aus dem letzten Jahr. Eines meiner doch irgendwie noch liebsten Bilder, weil es sehr, also von der Leichtigkeit und der Dynamik der Formen für mich sehr gelungen ist. Und eines der wichtigsten Bilder, in denen mir so klar geworden ist, dass mich das interessiert, mit Zeichenkohle und Bleistift auf Öl zu malen, weil wenn man so sieht, hat das irgendwie ganz spannende Transparenzeffekte und gleichzeitig bei der Arbeitstechnik, bei der Arbeitsweise die Möglichkeit, dass man wirklich mit der Hand nochmal diese Öloberflächen berührt, und es ist ein sehr haptischer Prozess der Herstellung und passt von daher auch sehr gut zu meinem Grundthema, über Körperlichkeit zu arbeiten, und was wiederum sehr gut im Zusammenhang steht mit dem Titel der Ausstellung hier, Welcome to my Zoo.